Ja, hallo, grüß euch. Ich bin der Schmankerlwirt Thomas Tafani aus dem wunderschönen Schmankerldorf Vorderwessenbach. Wir sind grundsätzlich einmal ein bodenständiges regionales Wirtshaus. Wir vermarkten regionale Produkte, das heißt, wir holen sich da alle Produzenten ins Boot. Der Schmankerlwirt ist, glaube ich, ganz ein innovatives Restaurant in Oberösterreich, im Mühlviertel. Das Besondere ist da, dass wir für Großveranstaltungen wirklich gut organisiert sind. Wir wissen die Abläufe, wir kennen uns da aus. Und was man eigentlich wirklich sieht, die Hochzeitspaare, das ist eines der Stärken von uns. Die sind zufrieden und die sagen das wirklich gerne weiter. Das Wichtigste ist im Prinzip, wir sind ein Familienbetrieb. Es geht um den familiären Charakter. Es geht im Prinzip, uns ist das Wichtigste, die Mitarbeiter sind uns am wichtigsten, dass praktisch eben das Betriebsklima untereinander stimmt, dass mehr oder weniger einfach der Umgang untereinander passt und dass einfach das Arbeitsklima passt. Und das schätzen eben dann auch alle. Unsere Mitarbeiter ist das Wichtigste. Ohne denen geht nichts. Das ist um und auf. Also im ersten Moment war es einfach nur, okay, da gibt es Arbeit, passt, probieren wir es einmal. Blind bin ich dann, weil es einfach ein super Team ist, super Arbeitsklima ist. Klar, ist anstrengend, ich glaube, das ist jede Arbeit, aber das, was man zurückkriegt, das ist halt wert irgendwo. Gabi, wir kommen ins Fernsehen. Cool an unserem Job ist einfach, ich finde einfach, dass man einfach so kreativ sein kann. Ich kriege oft Rezepte hergeklickt und heißt, Luisi, probier das aus. Und dann musst du einmal Gedanken machen und einfach einmal überlegen, wie setze ich das jetzt um. Und dann das Coole ist dann, wenn das funktioniert und dann der Chef sagt zu mir, das hast du super gemacht, Luisi. Ja, oder wenn ein Kellner kommt und hat gesagt, Gäste hat gesagt, war super Essen. Ja. Das ist auch. Unsere Gäste schätzen am meisten, dass wir regionale Produkte verarbeiten. Wir kriegen, soweit es möglich ist, die Produkte aus der näheren Umgebung und es ist so gut wie alles hausgemacht. Also ich habe oft die Frage, der Erdäpfelsalat, wo kauft ihr den? Ja, den machen wir selber. Und das merkt man und das schmeckt man und das liegt, also das taugt die Leute auch wirklich. Dass das wirklich da gemacht wird, dass das regional ist. Also wenn man unseren Chef fragt, dann sagt er, die besten Köche sind die Hausfrauen. Kochen wir so gut. Das Schöne an dem Job ist, dass man immer mit Menschen zusammen ist. Das Schöne ist einfach, und Essen und Trinken ist eines der schönsten Sachen auch im Leben, dass wir das sehr hochqualitativ machen und man ist nie alleine. Und das Coole auch, was ich sehr schätze, das, was für mich sehr wichtig ist, man kann Dienstzeiten von Montag bis Sonntag gestalten. Und für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, ich arbeite gerne am Sonntag und dafür habe ich während der Woche Zeit, wo ich einfach sehr viel Privates regeln kann und das schätze ich sehr. Also gute Mitarbeiterführung ist das, was unser Chef mit uns betreibt. Einfach, dass er da ist für uns und dass er eingeht auf uns und dass man einfach zu ihm gehen kann, wenn man einfach Probleme hat. Dass einfach das ganze Umfeld passt und familiär ist. Also wir sind eher ein ruhiges Team. Ja, und auf der ist gesagt, das Wichtigste ist, dass man zuhören kann. Mhm. Das ist um und auf. Und im Endeffekt, und dass du halt praktisch eben, dass du halt ein Problemlöser bist. Ja. Und dass du nach Lösungen suchst, was sagst, okay, wenn jetzt was schiefgelaufen ist, wie kann man es besser machen? Das muss man einfach sachlich, nüchtern herangehen und Lösungen suchen.